Hallo und herzlich willkommen zurück zu Heavenly Sword und Kapitel 4. Katz und Maus ist der erste Abschnitt daraus und genau den starten wir jetzt. Sobald das Laden fertig ist, natürlich. Versteht sich, glaube ich, von selbst, weil sonst doof. Schließt alle Tore und winkt sie wieder! Los doch! Was willst du denn, Nervensäge? Ärger mit den Frauen. Ich könnte sie in klitzekleine Stücke schneiden, aber ich schätze, ihr wollt sie gesund und munter schätzen. Dafür werdet ihr nicht bezahlt. Vergiss Naruto. Meine Truppen werden sie finden. Ich denke, ihr jagt lieber die Kleine. Mit dem größten Vergnügen, Sire. Alter, was ist das für ein Typ? Also die sind alle ein bisschen plemplem im Kopf, aber der ganz besonders, der ist ganz besonders bescheuert. Okay, Katz und Maus. Müssen wir wieder mit Kai spielen oder dürfen wir mit Nariko einfach alles niederschnetzeln, was sich uns in den Weg stellt? Würde ich persönlich begrüßen, aber wir werden sehen. Er wird mich umbringen! Ah! Lauf, Kai, nicht umdrehen! Komm, lauf! Es ist nur ein Spiel! Weißt du noch? Oh, wir haben so viel Spaß, Nariko. Möchtest du auch mitspielen? Ja. Ja, gerne. Alter. Das ist doch unglaublich. Der liegt auf dem Boden, was macht sie nix? Anstatt ihn zu töten. Au. Ja, warum kann ich denn nicht durch diese Drecks... Ja, ist auch besser, dass du mich nicht triffst. Das tut weh. Ja, natürlich. Sie reagiert manchmal auch nicht so ganz auf die Richtungen, die ich hier, glaube ich, die ich mache. Geht doch, mein Gott, ey. Jetzt kommen die nächsten Dutscher. Warte. Vor allem das... Ich glaube, das tut ein bisschen weh. Ciao. Können wir das große Ding her? Ja? Wobei, es kann weg. Weil... Ich muss das Türchen ja öffnen. Wir müssen Kai helfen. Öffne dich. Da sind noch mehr von den kleinen Lutschern, aber das ist kein Problem. Wow, was ist mit dem los? Ja, der ganz wilde Typen, ey. Wow. Echt? Okay. Ich finde gut, dass die anderen mich nicht angreifen. So. Jetzt hör auf, das zu blocken, verdammt. Geh weg. Ach, verdammt, ich hätte... Au. Okay, jetzt... Ach so, jetzt, klar, machen wir noch Quicktime-Events mit rein ins Kontern. Ich finde ich ein bisschen scheiße. Alter, leck mich am Arsch. Warum sind da jetzt Quicktime-Events mit drin? Das ist doch doof. Ach, komm her, hier. Ja gut, dann komm ich her. Ist auch gut. So. Tschüss. Meine Güte. Okay, mit den Quicktime-Events, da muss ich mich jetzt komplett natürlich neu drauf einstellen. Okay. Ja, ich komme schon durch, keine Panik. Warum sind das wieder vier? Waren das gerade nicht nur noch drei? Oder hat er das überlebt gehabt? Jetzt ist er, glaube ich, tot. Spätestens jetzt dürfte er wohl down sein.
Au. Na, auf damit. Ah, ah. Nein, nein. Du kannst sterben von mir aus. Das ist mir egal. Ich habe irgendwie nicht mehr sehr viel Leben, merke ich gerade. Oh Gott, ich muss ja weiter drücken. Dann tue ich das mal. Unnötig anzusprengen mit diesem kleinen, unwichtigen, lästigen. Okay. Pfefferkorn! Pfefferkorn! Okay, dann, ja gut, blocken wir halt nicht. Das ist kein, oder kontern vielmehr. So. Tschüss. Au! Ach so, die können jetzt auch sowas? Das ist ja toll. Was für ein großes Kino. Dass die auch sowas können. Au. Hä? Warum sind da noch mehr gekommen? Wo ist die hergekommen? Und wo kamen die auf einmal her? Ja, die dürfen natürlich nicht fehlen. Das verstehe ich. Es wäre auch blöd, wenn die auf einmal nicht da wären. Ich meine, stell dir mal vor, wie sehe das denn da aus? Wie sehe das denn bitte aus, ne? So, ciao. Warte mal. Okay, das funktioniert so nicht, wie ich es gerne hätte, weil die weichen irgendwie einfach aus, die blöden Arschkekse. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Vor allem, ich blocke doch, oder ich versuche halt zu kontern. So, tschüss. Und beim... Au. Au. Ach komm, weißt du was? Komm her. Hallo. Ist einer schon mal tot? Ist doch toll. Und die anderen liegen auf dem Boden? Achso, der ist tot. Sind die alle tot? Gut. Dann sind sie alle tot. Da habe ich jetzt prinzipiell natürlich auch nichts dagegen, ne? Oh nein, der Akku ist leer. Das ist jetzt ärgerlich. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Panik. Fuck, Panik, Panik, Panik. Nee, keine Panik. Keine Panik auf der Titanic. Wasser ist für alle da. Wo habe ich denn jetzt den? Ja. Gut. Moment. Der muss hier irgendwo sein. Aha. Da ist er doch. Liegt hier einfach auf dem Boden rum. Kein Problem. So, pass auf. Da rein. Und der andere, der kommt, ich glaube, so rum. So. Nice. Jetzt wird er gleichzeitig geladen und ich kann weiterspielen. Wunderbar. So. Okay, was muss ich tun? Aha, ich glaube, ich muss das hier rausnehmen. Muss das hier so lang werfen, muss dann... Das funktioniert so nicht. Da kann ich jetzt schon mal sagen, das wird so nicht funktionieren. Okay, so wird das auch nicht funktionieren. Okay, wie komme ich da raus? Genau funktioniert das? Warte mal. Ich muss jetzt versuchen, so zu... Ja, am besten aber nicht gegen die Wand. Das ist halt nervig. Mit ihr würde ich auch gerne... Kann ich mit ihr vielleicht zielen? Nee, kann ich nicht. Ja, kannst vergessen. Okay, warte kurz. Wie kann ich das am besten... Kann ich das hier so irgendwo gegenwerfen? Naja, dann kann ich es nicht mehr kontrollieren, verdammt. Weil sonst kriege ich diese blöde Tür nicht auf. Das heißt, ich muss hier genau durchwerfen und... Ich krieg das so nicht hin.
Vor allem, ich kann auch die Kurve nicht so krass nehmen. Die schmeißt einfach gegen die Wand, alles klar. Warte mal, ich muss hier weiter weg, glaube ich. Alter, so... Hä, wie soll das so funktionieren? Warte mal. Kann das sein? Warte mal, so. Vielleicht da gegen das Seil oder sowas? Ja, jetzt muss ich natürlich nur das Seil treffen. Das ist gar nicht mal so einfach, weil das ist ja durchaus recht nah dran. Naja, wenn ich das Seil richtig treffe, könnte es funktionieren. Aber ich glaube, ich zweifle mal jetzt hart daran, dass ich das schaffe, das Seil richtig zu treffen. Jetzt kommt so ein Scheiß wieder. Muss sowas denn kommen? Okay. Das Seil richtig treffen, das ist das, was ich jetzt versuchen will. Aber das funktioniert nicht so. Aber warum so eine Passage? Die ist so nervig, Mann. Vor allem dann lasst mich aber auch mit ihr... Ja, okay. Dann lasst mich mit ihr aber auch zielen oder sowas. Das ist doch scheiße. Kann ich da durch? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich weiß halt nicht genau, wie das funktionieren soll. Warte mal, ich habe eine Idee. Ne. Ja doch, ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert das. Ne. Okay, hoch, runter geht mit dem Ding irgendwie nicht so wirklich. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, ehrlich gesagt. Ach, guck mal. Das war jetzt eher Glück. Aber hat ja auch nichts gebracht. Alter, das wird so ein Lack, ne? Was? Warum? Lass mich das doch, weil gerade ging das auch noch, ja? Dann konnte ich es auch noch weiter kontrollieren. Aber jetzt? Nö, jetzt darfst du nicht. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich habe jetzt schon... Kann ich hier nicht irgendwas machen? Nee, dann mach ich... Was? Ah. Ach so. Okay. Hätte man natürlich auch vorab probieren können, aber nein. Gut, das macht das Ganze vielleicht ein bisschen leichter. Wenn ich mich gar nicht das Seil treffen muss, sondern nur das hier, dann ist es natürlich recht simpel. Dann schafft man das auch direkt beim ersten Versuch. Ich mach das direkt zu, damit die mir nicht hinterher können. So. Aber ich habe immerhin, ich habe drei Sterne oder was auch immer das für ein Quatsch ist. Ich habe drei davon. Läuft. Hallo. Boah, Jungs, was ist mit euch los? Das kann ja nicht sein, dass ihr alles kontern könnt. Achso, bei den... Ach, nur bei den Ninja-Frauen, da muss ich das machen, okay. Okay. Au. Au. Okay. Schnauze voll. Er ist tot. Und er auch. Und jetzt kommen wieder die richtig lustigen Boys. And Girls. Nee, ist gar nicht wahr. Ihr seid hier alle falsch. So, tschüss. Habe einfach nochmal nachgesetzt, weil... Ja. Ich dachte mir, das müsste ich jetzt tun. Komm, schon. Boah, zum Glück könnte ich hier nirgendwo runterfallen. Hi. Ich finde toll, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Au. Geh weg. So. Warte. So. Schmeißt ihr einfach alle da runter. Kommt ihr jetzt hier runter oder nicht? Oder soll ich so? Okay. Ich komme auch gerne zu euch hoch. Das ist überhaupt gar kein Thema.
Au. Alter, ich lieg auf dem Boden, ja? Ich kann auf dem Boden gar nicht kontern. So. So. Geht der mir nicht mehr auf den Sack? Hä? Wie ist, wann ist er aufgestanden? Ich dachte, der liegt immer noch auf dem Boden, wenn ich ehrlich bin. So, tschüss. Na gut. Er hat leider keinen Abflug gemacht. Ich glaube, der ist tot. Auf Wiedersehen. Und tschüss. So, gibt's hier noch irgendwas? Nö. Okay. Dann geht's mal weiter. Habe ich natürlich gesehen. Okay, wie kann ich die abwerfen? So. Gut. Hat wohl nicht so ganz funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte, aber mein Gott, naja, machst du halt nichts, ne? Ach so, da kommen noch mehr, okay. Es tötet sie ja nicht, ach so, klar. Ich verstehe. Ach, fuck. Du musst da weg. Mein Lipsche. Alter, vor allem so viele von denen. Das ist ein bisschen nervig. Ich hätte gern auch auf dem Boden töten können. Das ist echt nicht einfach, die irgendwie auszukontern. Ist er tot? Ne? Jetzt ist er tot. Da ist die Kanone natürlich schon geil, aber wenn man nicht trifft, ist nicht so cool. Muss man halt einfach mal auch so sagen, ne? Ist aber oft so, wenn du nicht triffst, ist nicht so cool. Hier wird das nicht gekontert, du wirst gestorben. Ja. Du wirst einfach gestorben, so sieht's aus. Warte. Aua. Da ist irgendeiner weggeflogen. Ist der tot? Nee, jetzt. Er ist tot. Okay. Dann ist gut. Dann könnt ihr mich auch gerne treffen. Ist mir eigentlich egal, fast egal. Ist der tot? Man weiß es manchmal gar nicht, ob die tot sind oder nicht, ey. Ich glaube, meistens sind die nicht tot. Ja, die kann ich halt nicht so wirklich aus ihrer Stance hauen. Ist ein bisschen doof. Aber macht prinzipiell nichts. Shit. Der letzte Schlag hätte, glaube ich, noch gefehlt. Und dann wäre cool. Ich glaube, die sind beide tot. Ich hoffe es zumindest. Nee, ich glaube, der eine lebt sogar noch. Na, das ist ja toll. Das finde ich ja... Ja, großes Kino. Finde ich das. Okay, der ist aber tot. Na gut. Wir müssen wohl noch mal ganz kurz warten. Jetzt stirb. Mein Gott. Ist tot? Nee. Der war nicht mal tot. Das ist doch nervig. Weißt du, der ist ja nicht mal tot gewesen, der Sack. Komm schon. So, jetzt ist er aber tot. Gut.
Dann geht es weiter. Hallöchen. Ist da jemand? Nur eins. Naja. Gut, es war jetzt auch nicht besonders gut. Das mag ich zugeben, aber eine Eins. Ich hätte schon eine Zwei gesagt. Komme ich auch irgendwie weiter? Wahrscheinlich ja, aber ich muss bestimmt irgendwo einen Hebel betätigen, damit da das Ding aufgeht. Oder es geht auch einfach auf, wenn ich wieder zurücklaufe. Das kann auch sein. Und dann kommen wieder ein paar von den normalen Gegnern. Das finde ich ganz gut. Na, kommt mal her. Au. So. Wir schnetzen uns einfach mal eben durch die Reihen durch. Weil ihr habt jetzt hier keine Zeit und keine Lust. Könntest du den? Danke. So, komm her. Wenn wir es schon mal bereit haben, können wir es auch mal einsetzen, ne? Ja, ja. Und tschüss. Ich glaube, das sind alle. Ach, die anderen sind alle runtergefallen. Das ist natürlich jetzt doof. Das tut mir auch total leid, dass ihr runtergefallen seid. Das wollte ich nicht. Gleich bist du dran, Rico. Wenn ich die Kleine getötet habe, ja, dann widme ich mich ganz dir. Wie erbärmlich. Du willst Stil? Dann komm her! Mr. Jump Cut. Ja, ja, ihr mit euren Pfeilen, die treffen sowieso nicht hier, seht ihr, ne? Aua, okay, sie haben doch getroffen. Der ist, glaube ich, tot. Aua. Das war gemein. Das war voll gemein. So, ein bisschen hier Combo-Nation machen, aber irgendwie, ja, bringt das gerade nicht so viel. Hä? Was ist er denn für einer? Ich hatte gerade hart angegriffen. Wie kann er denn einfach zurück angreifen? Was soll denn das? Ja, er ist nicht tot. Manchmal sieht es aus, als ob die tot sind. Aber sie sind gar nicht tot. Wo ich mich so frage, hä, was soll denn das? Ja, ja. Wie viele Soldaten sind hier noch? Ach, guck mal, da ist auch noch einer. So. Gut. Als ich Kai fand, hoffte ich noch, dass sie eine bessere Welt erleben könnte. Eine Welt frei von Krieg und Gewalt. Ich habe ihr damals geschworen, dass ich immer für sie da sein würde. Vielleicht ist es nicht zu spät. Es gibt wenig, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Doch hat man es gefunden, ist kein Kampf zu schwer. So, ich muss das mit Werfen schaffen. Und ich habe es geschafft, alles klar. Schwerter lassen sich irgendwie ein bisschen schwerer lenken als die Pfeile von Kai. Auch nur eins, was? Oh. Am Arsch. Manchmal, ich drücke das genau in dem Moment, wo das Ding weggeht. Was? Ich glaube, manchmal will das Spiel, wenn du einmal verkackst, will das Spiel das einfach nicht akzeptieren, dass du es auch schaffen könntest noch. Oder du hast einfach echt so kurz nur Zeit, irgendwie das zu schaffen. Auch verkackt, alles klar. Läuft bei dir, Spiel, läuft. Gib mir doch mal wenigstens eine Sekunde oder zwei Sekunden Zeit, dass mein Hirn das hier irgendwie, ne, verarbeiten kann. Das wäre total nett. So. Hi, oh Gott.
Ja, war alles gut. Hat alles funktioniert, wie ich wollte. Ich habe mich nicht verdrückt. Sehr gut. Eigentlich schon, ich habe den Viereck gedrückt anstatt X, aber ich habe noch oft genug X drücken können. Oh nein, da habe ich verkackt. Das ist nämlich genau die, wo ich Konter so krass machen muss. Warte mal, was... Ach komm, scheiße. Wir sparen uns das mal auf für so einen dicken. Hä? Alter, manchmal... Ich verstehe das mit den Kontern immer noch nicht, bin ich ganz ehrlich sagen. Ich kontere, also ich mache das wie immer, aber es funktioniert halt einfach nicht. Wobei, die mit dem Konter natürlich zu töten, macht Spaß, muss ich sagen. Wenn man es denn schafft. Achso, die ist nicht tot. Ja, gut. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich weiß auch nicht genau, wann, was, wie, warum und so. Ist jetzt tot? Ja, ne? Vor allem, manchmal stehen die einfach wieder auf. So, jetzt greifen sie mich gerade irgendwie nicht mehr an. Ich weiß nicht genau warum. Aber nicht so... Ich finde es jetzt nicht so schlimm, sagen wir es mal so. Hi. Okay, da weicht sie schön aus. Da aber nicht, meine Liebe, da aber nicht. Und da bist du tot. Und ich gehe mal weiter. Tschüss. So, einmal Leben refreshen. Oh. Das sieht mir doch ganz nach Bosskampf aus. Wenn wir jetzt den Fuchs in den Arsch treten, ich will's hoffen.